Ein kurzes Lächeln, dann kehrt die ernste Miene zurück. Auch wenn sich Lucien Favre bei der Kinopremiere des Gladbacher Erfolgsfilms positiv gab, hat der Coach von Borussia Mönchengladbach einige Sorgen. Die furiose letzte Saison, die direkte Champions-League-Qualifikation, all das erscheint nach dem 0:4 in Dortmund gleich in einem anderen Licht. Dass die Gladbacher den Blick für das Wesentliche verloren haben, bestreitet man aber. Priorität ist für uns die Meisterschaft. Wir sprechen viel vom Champions League, das weiß ich, das ist ganz normal. Aber die Priorität bleibt die Meisterschaft und es wird eine sehr, sehr schwierige Saison, denke ich, weil die Erwartung ist da. Logisch, es ist immer so für uns. Favre und die Borussia, es gibt noch viele Baustellen. Desolate Abwehrfehler, harmlos in der Offensive. Die Fohlenelf der Vorsaison nicht wiederzuerkennen. Gladbach muss sich wieder mal fast neu erfinden. Ja, das Dortmund-Spiel muss man jetzt nicht überbewerten. Es gibt viele Leute, die sagen jetzt, ja, ist Gladbach bereit, ist Gladbach nicht bereit. Wir haben schon letztes Jahr gegen Dortmund nicht gewonnen. Wir hätten auch da 5-6 Tore kriegen können letztes Jahr. Haben nur 1 verloren und von dem her ist da nichts groß passiert. Wir wissen selber, dass wir nicht gut gespielt haben, aber es geht für uns vorwärts. Wir haben jetzt am Sonntag in Mainz ein erstes Heimspiel, wo wir enorm heiß drauf sind und wollen unbedingt die ersten 3 Punkte holen. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Doch die Abgänge von Kruse und Kramer wiegen schwer. Die Automatismen stimmen längst noch nicht wieder. Viele junge Spieler werden integriert. Der 10-Millionen-Mann Drimmitsch erweist sich bislang noch als Fremdkörper. So schaut auch Favre mit leichter Wehmut auf seine Ex-Stars. Du siehst Kramer, der spricht mit der Mannschaft. Du siehst Kruse tanzt, aber auch seine Intelligenz bei Bewegung. Das ist, ja, sie sind weg und das macht etwas trotzdem. Aber jetzt, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, nur zählt die Zukunft.